Ich habe neulich jemanden angesprochen, der da rauskam. Ja. Ein älterer Mann, sehr gut angezogen. Und dem sagte ich, kennen Sie das mit dem DDR-Kinderchor? Da schüttelte er mit dem Kopf und sagte, das wüsste er gar nicht mit der Umweltsau, dass die gesungen haben, meine Oma ist eine Umweltsau. Wusste er nicht. Also hat er jedenfalls gesagt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder so zahlreich erschienen seid. Ich freue mich auch, wenn der NDR uns mal sein Ohr leiht. Liebe Redakteure, liebe Medienschaffende des NDR, wir möchten betonen, dass wir den Dialog nicht in einer Vorwurfshaltung suchen. Wir denken, dass wir alle das gleiche Interesse an einer Zukunftsgesellschaft haben, die die ethischen Werte unserer Zivilisation in den Mittelpunkt rückt. Dabei müssen wir uns kritisch mit den Möglichkeiten der Beeinflussung aller Leitmedien befassen. Wir erkennen im historischen Kontext der letzten Jahrzehnte einen schleichenden Prozess der Diskursverengung, der belegbar ist und gemeinsam untersucht werden muss, insbesondere vor dem Hintergrund der letzten 3 Jahre. Deshalb sprechen wir von einem wesentlich kompetenteren und umfassenderen Dialog, als er auf der Instagram-Plattform möglich wäre. Ein runder Tisch von unabhängigen Fachleuten wäre hier ein erstrebenswertes Format. Herr Professor Dr. Kai Gnifke spricht uns aus der Seele, wenn er von einer vertrauenswürdigen Plattform der Zukunft spricht, die unterschiedlichste Medien zusammenfasst und eine verlässliche Orientierung bietet. Das ist die große Herausforderung des Informationszeitalters. Sie kann und sollte gemeistert werden mit einer konsequenten Teilhabe durch ein Fachgremium aus Bürgern und Beitragszahlern, deren institutionelle Unabhängigkeit in einem Maße gewährleistet ist, wie sie in der Vergangenheit und Gegenwart innerhalb bestehender Gremien nicht zum Tragen gekommen ist. Die Bedrohung der Unabhängigkeit und des offenen Diskurses rührt zunehmend von internationalen Interessen und Monopolisierungstendenzen, die auch Herr Professor Dr. Gnifke richtig benannt und erkannt hat. Der öffentliche Rundfunk der Zukunft hat nicht nur die Verantwortung, sondern durch unsere Rundfunkbeiträge auch die nötige Kraft und finanzielle Unabhängigkeit, um diese Aufgaben gerecht zu werden. Das herrschende Narrativ der Regierungen wird nachhaltig beeinflusst durch Lobbyisten und industrielle Interessen. Die bloße meinungsfreie Abbildung der Regierungsverlautbarung ist damit bereits eine Manipulation der Bevölkerung. Diese Zusammenhänge erfordern eine grundsätzliche Bestandsaufnahme unserer Werte und unserer ethischen Ziele. Es geht darum, die Ursache der aktuellen Spaltung in unserer Gesellschaft zu untersuchen und Heilungsprozesse anzustoßen. Die Rolle, die die Macht der Leitmedien und damit des öffentlich-rechtlichen Rundfunk dabei spielen kann, ist nicht zu unterschätzen. Aktuell finden wir aber immer wieder Beispiele, die belegen, dass der NDR sich dieser Verantwortung nach wie vor noch nicht bewusst zu sein scheint. Wie kann es zum Beispiel sein, dass der aktuelle Vortrag des Daniele Ganser, in dem es um den Ukraine-Krieg geht, durch den NDR ganz bewusst als rechtsextremistisch und antisemitisch dargestellt wird und ihm Menschenfeindlichkeit unterstellt wird. Außerdem wurden die Besucher der Veranstaltung gewissermaßen als verwirrte Spinner dargestellt. Dies möchte ich hier in aller Form zurückweisen. Wir sind Menschen, die sich für Fakten interessieren und für eine neutrale Vermittlung und Einordnung. Fakten, die wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schmerzlich vermissen. Obwohl gerade so vieles auf der Weltbühne geschieht, höre und sehe ich darüber kaum etwas in den Nachrichten. Warum ist das so? Wir möchten den NDR, die ARD, als Leuchtturm, als das Medium, das uns die Orientierung bietet, die wir brauchen, um uns im Dschungel der geopolitischen Interessen zurechtzufinden. Unser Gespräch am 14.12. hat mir deutlich gezeigt,
dass wir kritischen Menschen derzeit besser informiert sind als unsere Qualitätsmedien. Wie kann das sein? Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was der NDR braucht, um unabhängig recherchieren zu können, damit die Redakteure und Medienschaffenden nicht darauf angewiesen sind, was ihnen durch transatlantische oder parteinahe Presseagenturen als Wahrheit verkauft wird. Gehen Sie raus, seien Sie unvoreingenommen, recherchieren Sie im Internet, holen Sie sich die Informationen aus unterschiedlichsten Quellen und bieten Sie uns einen umfassenden Blick auf die Dinge. An dieser Stelle möchte ich ein Zitat von Julian Assange nennen. Wenn Kriege mit Lügen begonnen werden können, kann Frieden durch Wahrhaftigkeit gestartet werden. Lasst uns den ersten Weltfrieden starten durch aufrichtigen, ehrlichen Journalismus hier beim NDR in Kiel. Vielen Dank. Also ich kann nicht so freundlich sein wie meine Vorrednerin. Ich sage euch, ihr habt euch schuldig gemacht. Ihr habt nicht berichtet davon, wie viele Ungeimpfte Bedenken hatten, sich impfen zu lassen. Ihr habt sie diffamiert mit allen anderen zusammen. Ja, ihr seid nicht die vierte Gewalt im Staat. Ihr seid Staatsfunk. Ihr macht alles, was die Regierung will. Das kann ich nicht gutheißen. Es ist eine Unverschämtheit, was ihr macht. Ihr habt uns in die Spritze gejagt, vielleicht sogar, obwohl ihr wusstet, dass das gefährlich ist. Und jetzt, was sagt ihr jetzt zu Karl Lauterbach? Was sagt ihr jetzt? Sagt doch mal was zu dem. Ja? Nichts. Schweigen. Klebt bloß weiter an eurem Stuhl. Macht euch weiterhin schuldig. Und ihr habt nichts gelernt. Vorher habt ihr die Ungeimpften diffamiert, jetzt werden die Leute, die Frieden wollen, diffamiert als Putin-Versteher und Nazis. Ja? Und wer sagt, der Klimawandel, der ist vielleicht erdgeschichtlich bedingt oder hat nicht nur was mit dem 2%igen CO2-Ausstoß in Deutschland zu tun, da sollten vielleicht auch mal andere was tun, das sind Klimaleugner. Ihr macht weiter mit eurer Diffamierung und ihr macht die Leute fertig, die das machen, was unseren demokratischen Staat zur Demokratie macht, nämlich Meinungsfreiheit. Die billigt ihr uns nicht zu. Und ich kann nur sagen, voll Teufel!